Das sind Tom und Tina. Die beiden sind ein Paar, das seit einiger Zeit zusammenwohnt. Seitdem ergeben sich häufig Diskussionen, weshalb sich die beiden mit Schopenhauers iristischer Dialektik befasst haben. Sie wenden seine Kunstgriffe an, um in einer Diskussion Recht zu behalten. Und wie das funktioniert, zeigen die beiden euch jetzt. Schopenhauers Kunstgriff Nummer 18. Diskussion unterbrechen. Die Diskussion unterbrechen oder ablenken. Tom ist der Meinung, er braucht unbedingt einen neuen Schuhschrank. Baby, wir brauchen einen neuen Schuhschrank. Aber wieso? Wir haben da doch einen stehen. Ja, genau, Mann, der ist zu klein. Ey. Der hätte ich schon tausendmal gesagt. Wir brauchen einen größeren. Pass mal auf, ja? Da steht ein Schuhschrank mit 6 Fächern. Von diesen 6 Fächern belegst du ganze 5 mit deinen Sneakern. Kein Mensch braucht so viele Sneaker. Kauf halt einfach mal weniger Schuhe. Dann brauchen wir auch keinen Schuhschrank. Ey, das ist doch meine Sache, Alter. Hör doch mal auf jetzt damit, ey. Das ist mal alles zu blöd, ey. Schopenhauers Kunstgriff Nummer 14. Triumphierend aufschreien. Ein Nicht-Grund als Grund annehmen. Tina hat sich geschlagen gegeben und will nun mit Tom zum Möbelhaus fahren. Am Auto angekommen ergibt sich allerdings die nächste Diskussion. Gib mir mal die Autoschlüssel. Ich fahr. Und wer bestimmt, dass du fährst? Das ist doch mein Auto. Also fahre ich. Wenn du fährst, ja, werden wir sowieso wieder geblitzt. Oder bekommen eine Anzeige, weil du immer die anderen Autofahrer beleidigen musst. Ja, du fährst zwar langsamer und bist nicht so aggressiv, ja, aber... Ja, hab ich's dir doch gesagt. Ich bin der bessere Autofahrer, ich fahre. Schopenhauers Kunstgriff Nummer 38. Persönlich beleidigend werden. Den Gegenstand des Streitgrundes verlassen und den Gegenüber persönlich beleidigen. Tina hat sich erneut bereit erklärt, Tom Recht einzuräumen. Mittlerweile sind beide beim Möbelhaus und diskutieren jetzt über die Farbe des neuen Schuhschranks. Diesmal ist aber Tina die, die Recht behält. Schopenhauer sei Dank. Den schwarzen. Hä? Schwarz passt doch gar nicht zur Einrichtung. Wir nehmen natürlich den weißen. Der passt viel besser. Pff, das sagst du. Ich möchte einmal einen schwarzen Schuhschrank. Außerdem hast du sonst schon alle Möbelstücke in der Wohnung ausgesucht. Jetzt bin ich mal dran. Also, schwarz. Das stimmt doch einfach überhaupt nicht. Du hast schon den hässlichen Kleiderschrank in schwarz ausgesucht. In schwarzem Hochglanz. Das sieht so beschissen aus. Weißt du das eigentlich? Ja und? Das ist doch einfach nur ein Schrank. Der Rest der Wohnung ist einfach nur weiß. Einfach nur weiß, was du ausgesucht hast, ey. Das heißt ausgesucht, nicht ausgesucht. Du hohle Butterbirne, ey. Wer allerdings zwischenmenschliche Beziehungen schätzt, sollte sich noch einmal überlegen, ob er Schopenhauers iristische Dialektik wirklich anwendet.